Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und finally ist es nun soweit, dass ein paar der Pferde Star Stable für immer verlassen werden. Sie sind ja einmal schon entfernt worden, doch das war ein bisschen zu übereifrig von Star Stable. Doch jetzt ist es soweit, die letzte Woche ist angebracht für diese vier Kameraden. Und um welche Pferde handelt es sich eigentlich? Das zeige ich euch jetzt. Das geht nämlich um die Pferde, die wir schon vor einiger Zeit mal besprochen haben, dass sie Star Stable verlassen, dann sind sie eben zu früh entfernt worden. Es gab sie auf dem Pferdemarkt auf Seite, ich glaube, 7 und 11, wenn ich mich nicht ganz vertue. Doch jetzt ist es soweit. Als sie nochmal reingekommen sind, sind sie hier ein bisschen an die Nebenbereiche, nämlich hier außen wurden sie hingepackt. Und das ist nämlich der Appaloosa für 280, einmal das, dann der zweite Appaloosa, auch übrigens Pferde, die jeweils 2 auf alles haben, also ein sehr balanced Pferd, und dann haben wir 2 Achal Tekina. Diese 4 Pferde werden uns für immer verlassen in einer Woche, dafür machen wir ja auch noch den Oldie-Ritt, dafür gibt es dann auch nochmal ein Announcement, aber ich würde sagen, passend zu dem EV, was wir gerade reiten, holen wir uns den gepunkteten Appaloosa einfach nochmal. Wir nehmen uns den Appi, kostet jeweils 280 Starcoins und ich finde, dafür ist es mir das auf jeden Fall wert, nochmal so ein Classical Horse zu bekommen. Wir holen ihn uns und jetzt ist wiederum die Frage, was packen wir uns da rein. Ich gucke mal gerade, haben wir eine Möglichkeit für sowas wie Old oder sowas vielleicht? Wir schauen einfach mal ganz kurz. Old haben wir. Und dann, oh Gott, wir könnten ihn Old Agathe nennen. Oh mein Gott. Old Bean, Beer Beat. Ich überlege gerade, entweder nennen wir ihn einfach nur Old. Oder wir nennen ihn alten Keks, Old Biscuit. Old Biscuit finde ich super lustig. Aber wir schauen mal, ob wir noch eine andere Möglichkeit haben. Old Boy finde ich voll schön, den Namen. Old Broken. Oh mein Gott, alt zerbrochen. Nein, wir nennen ihn Old Bug, alter Käfer. Ist ein lustiger Name eher. Wir gucken mal gerade. Old Champion mag ich total gerne von der Art her. Wir gucken mal gerade. Wir machen einfach jetzt mal ein paar Mal zufällig. Und gucken mal, was uns gefällt. Ansonsten Pepper, Bubble, Shell, Blue, Pirate, Green, Scout, Lavender. Ich gucke immer nur die zweiten Namen gerade an. Darling war gar nicht schlecht. Nein, ich habe eine Idee. Wir sind am Anfang bei einer Sache dabei geblieben, die ich eigentlich wirklich schön fand. Und dann nennen wir ihn einfach Champion und nennen ihn dazu hier einfach Old Champion. So, passend dazu, zu unserem Retro-Pferd, haben wir jetzt ihn bei uns im Stall. Haben wir übrigens bei den alten Pferden noch nicht, also dieses neue Kaufsystem, dass wir direkt die Möglichkeit haben, unser Pferd bei uns hier an Ort und Stelle mitzunehmen. Wir müssen also zurück in unseren Stall. So. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an hier.
nach Level sortieren und da haben wir Old Champion doch direkt da und dann gucken wir uns das Ganze nämlich mal ein bisschen im Detail an. So, das hier ist Old Champion jetzt, unser Retro-Pferd, merkt man ganz klar natürlich, die Optik von den alten Pferden ist definitiv was anderes. Aber für 280 Starcoins finde ich, ist er das auf jeden Fall wert. So. Und er hat immer dieses permanente Grinsen. So, das Bremsen sieht auch ein bisschen wild aus. Hep. Ich finde aber tatsächlich, dass er für die 280 Starcoins eigentlich noch ganz gut was hermacht. Und so als kleiner Retro-Reminder, finde ich, macht er dann doch mal was her. So, einmal bremsen. Oh Gott, habe das Gefühl, er bricht sich den Rücken. Das ist unser Retro-Appaloosa. Unser kleiner Old Champion. So. Wie sieht es aus, wenn der gute rückwärts läuft? Ach Gott, ich finde, der sieht schon sehr putzig aus von der Art her. Eure Meinung dazu natürlich wie immer gerne in die Comments. Wie findet ihr so den alten Appaloosa? Und natürlich machen wir dazu noch einen Special-Ritt morgen. Darauf werde ich aber nachher noch ein bisschen eingehen. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie gesagt, das ist das letzte Mal, dass es diese Pferde im Spiel gibt. Nur noch bis zum Mittwoch gibt es sie. Ich sage danke fürs Zuschauen und viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Let us leave since I am chased but not afraid.